Hallo Kinder, guten Tag. Hier ist Doris Weber. Herzlich willkommen in der Kinderkulturwerkstatt vom Familien- und Nachbarschaftszentrum. Wir sind am Hüttenberg. Extra für euch Kinder zum Basteln haben wir die Werkstatt dreimal in der Woche geöffnet. Ihr könnt also Dienstag, Donnerstag und Mittwochs extra für Mädchen die Werkstatt besuchen und bei uns basteln. Heute machen wir fliegende Fische. Die fliegenden Fische kommen aus Japan, sind ein Glückssymbol und werden aufgehängt, wenn ein Baby geboren wird. Da der Fisch einem Karpfen nachempfunden ist, der Karpfen ist ein Glückssymbol, auch bei uns und in vielen anderen Ländern. Das kommt daher, weil er so schöne glänzende Schuppen hat und das wie Geld aussieht. Wenn man also einen Karpfen verschenkt, bedeutet das, dass man jemandem Glück wünscht und viel Erfolg und viel Geld. Früher hatte man auch eine Fischschuppe von dem Karpfen in die Hosentasche gesteckt, damit man immer Geld hat. So, wir können, damit wir es wirklich auch an Silvester als Glückskarpfen nehmen können, eine Lichterkette hineinmachen. Oh, jetzt ist er rausgekommen. Und dann sieht er auch besonders schön aus. So, wir brauchen zuerst mal unseren Bogen. Da sind diese Fische drauf. Die heißen übrigens Koi Nobori. Dann brauchen wir einen Nagel. Wir brauchen ein Stück Schnur. Wir brauchen zwei Büroklammern. Vielleicht zwei Klammern. Ihr braucht eine Schere. Und Buntstifte. So, zuerst schneidet ihr mal die beiden Teile von diesem Bogen aus, die beiden Fischteile. Ich habe sie schon mal vorbereitet. So, und dann schneidet ihr sie ganz, ganz sorgfältig aus. Ich zeige euch mal, worauf ihr achten solltet. Die Teile, die wir jetzt nicht brauchen, die wir wegschneiden, darauf könnt ihr zum Beispiel eure Farben ausprobieren, die ihr dann auf den Fisch malen wollt. So, also die eine Hälfte habe ich ausgeschnitten, jetzt machen wir die andere Hälfte. Wenn ihr jetzt den Schwanz schneidet, schneidet ihr zuerst bis in die Ecke rein, dann ganz grob in Richtung andere Schwanzflosse und dann schneidet ihr euch die Schwanzflosse hier nochmal ein, bis ihr wieder in diese Spitze reinkommt. Das ist praktischer, wenn ihr die Spitzen einmal von der Seite, einmal von der Seite schneidet, dann braucht ihr nicht die Schere so rumzudrehen und macht den Fisch nicht kaputt. So, dann wird das Ganze andere ausgeschnitten. Und dort machen wir das ganz genau noch mal so grob erst abschneiden. Dann hier diese Linie gerade abschneiden. Und dann erst die Ecke einmal von einer Richtung und dann wieder von der anderen, bis sie sich in der Mitte treffen und dann habt ihr das Stück rausgeschnitten. So, und jetzt könnt ihr anfangen, das Ganze anzumalen. Ich habe da auch schon mal was vorbereitet. Es geht mit Buntstiften, da geht es meiner Ansicht nach sehr gut. Da könnt ihr auch zuerst von einer Seite malen, immer schön sorgfältig, dass ihr an die Linien drankommt. So, bis es schwieriger wird, mit dieser Linie auf der Seite schön dran zu kommen, dann könnt ihr den Fisch einfach rumdrehen und dann könnt ihr auch schön bis zu der nächsten Linie malen. Genauso in die Ecke. Die Koi Noboris
werden aufgehängt, wenn ein Baby geboren wird. Und dann kann man ganz bestimmte Muster machen auf jede Fischschuppe. Ihr könnt die Muster erfinden. Das ist eigentlich am schönsten. Ich habe das bis zur Mitte gemacht mit einer Farbe und mache dann mit der anderen Farbe die andere Hälfte der Fischschuppe weiter. So, und dann könnt ihr zum Beispiel dort, wo ihr hell gemalt habt, mit einem dunklen Stift Linien reinmalen. Der da klappt gerade nicht, der ist zu hell. Dann nehmen wir einen dunkleren. Könnt ihr hier eine dunkle Linie reinmalen. Ihr könnt Punkte machen, wo die Linie endet. Oder ihr könnt einfach auch nur jede Schuppe in einer anderen Farbe anmalen. Das wäre zum Beispiel hier bei diesem Fisch der Fall. So, ihr müsst darauf achten, dass ihr die Fische von der richtigen Seite bemalt. Das könnt ihr hier sehen, da steht so ein ganz kleiner Name. www.lab.de, daher ist dieser Fisch, dieser Bastelbogen. Also wenn ihr das lesen könnt, dann habt ihr die richtige Seite. Sonst ist es natürlich spiegelverkehrt. Und ihr müsst auch zwei verschiedene Richtungen haben, der Fische. So, ihr könntet auch Filzstifte nehmen, damit geht das auch ganz gut. Was nicht so gut geeignet ist, wären Wachsstifte, weil die über dieses Transparentpapier zu leicht drüber gleiten. Also die bleiben nicht so gut dran hängen. So, also so malt ihr euren Fisch jetzt schön aus. Und diese Seiten hier, was hier aussieht wie eine Flosse, oben und unten, und diese Teile hier, die nachher zusammengeklebt werden, die malen wir nicht an. Das kann man nachher ganz am Schluss machen. Aber dort, wo geklebt wird, das darf man auf keinen Fall anmalen. So, dann könnt ihr euch das Auge noch anmalen. Das ist jetzt so aufgezeichnet, dass da so ein kleiner schwarzer Punkt ist. Ich habe den Punkt größer gemalt, weil ich finde, dann sieht der Fisch freundlicher aus. Ihr kennt das ja sicher auch von Manga-Figuren, die haben ja auch immer so ganz riesig große Augen, damit sie so richtig schön wie kleine Kinder aussehen, so ganz niedlich. So, dann machen wir jetzt mal weiter. Ihr habt jetzt beide Seiten schön angemalt. Ich brauche das jetzt nicht alles ganz durchzumachen. Und wir legen die Fische jetzt, einen drehen wir rum. Und den anderen, die andere Hälfte legen wir drauf. Also so wird euer Fisch nachher aufeinander geklebt. Und damit wir ihn kleben können, seht ihr hier diese Klebeleisten. Dazu nehmt ihr euch vielleicht einen Zeichenblock von hinten. Da legt ihr den Fisch drauf. Ihr nehmt euch ein Lineal und den beiliegenden Nagel mit diesem Lineal. Dieses Lineal legt ihr dann hier an diese Kante dran und mit dem Nagel fahrt ihr dann hier vorbei, sodass das etwas eingeritzt wird, das Papier. Und wenn das eingeritzt ist, dann kann man das viel besser umknicken. Seht ihr? Ihr dürft nur nicht zu fest drauf drücken, sonst geht das Papier kaputt. Also sanft drücken. Das ist das von dieser Seite. Und dann nehmen wir den anderen Fisch, die andere Hälfte, und machen das hier auf der Unterseite. Das ist die Unterseite von dem Kopf. Auch nochmal vorsichtig drücken. Umlegen das Lineal und nochmal vorsichtig drücken. So, und dann seht ihr schon, da
Das kann man jetzt in die Richtung drücken. Das ist für das Maul. So, jetzt legen wir den Fisch so rum, dass wir den Schriftzug nicht lesen können, weil das dann innen ist. Legen den Fisch drauf, knicken unsere Lasche nach innen und machen es mit dem anderen Teil genauso. So, beziehungsweise dieses Teil kann man dann lesen auf diesem Teil. Wir legen es jetzt aber rum, damit man es nach innen knicken kann, diese Lasche, auch von dem Fischmaul. Und dann legen wir das jetzt mal wieder rum und aufeinander. Und jetzt kann man beide Teile, auf beiden Teilen den Schriftzug nochmal lesen. So, jetzt schieben wir das ein ganz klein bisschen auseinander und machen uns hier den Kleber drauf. Ich nehme mir immer noch so ein altes Blatt mit dazu. Dann kann man das hier drunter legen und verschmiert nicht alles, wenn man jetzt den Kleber aufträgt. So, da kleben wir jetzt erstmal die eine Lasche. Ihr kriegt auch so ein Blatt mit, wo das drauf erklärt ist. Und da ist diese Lasche gepunktet gemalt. Also auf diese Lasche tragt ihr dann den Kleber auf. Nicht zu dünn, aber auch nicht zu dick. Das ist ein bisschen kompliziert und ihr müsst auch aufpassen, dass ihr schön bis in die Ecken reinkommt. So, dann nehme ich mal dieses Schmierblatt unten drunter, mache das an die Seite und mache jetzt diese vordere Lasche noch. Da kann man auch das Blatt nochmal drunter legen, dass der Kleber, der an der Seite rauskommt, auch aufgefangen wird und nicht den Tisch verschmiert. So, dann drücken wir das jetzt mal an. Und jetzt kommen unsere Büroklammern zum Einsatz. Wir machen hier eine Büroklammer dran, damit es auch schön hält. So, seht ihr? Jetzt drehen wir den Fisch um und machen das Ganze von der anderen Seite. So, mal gucken. Jetzt drehen wir doch nicht um, drehen wieder zurück. Und mache jetzt den Kleber hier, dieses Schmierblatt hier unten drunter. Und den Kleber nochmal da drauf. Auf diese Lasche. So, dann nehmen wir das hoch und kleben diese beiden Fischteile zusammen. Auch hier nochmal, also kriegt ihr vier Büroklammern, zwei Büroklammern dran. So, und dann ist dieser Kopf von dem Fisch schon mal zusammengeklebt. So, wir machen die Büroklammern möglichst schnell wieder ab, damit wir die beiden Teile nicht zu viel aufeinander kleben, denn es kann passieren, wenn ihr sehr viel Leim drauf habt, dass ihr den ganzen Fischkopf zusammenklebt. Vielleicht holt ihr auch eure Eltern zu Hilfe, jemanden, der euch da ein bisschen zur Hand geht. Ihr könnt jetzt hier mal das Lineal nehmen, das ihr ja auch schon gebraucht habt, und könnt probieren, ob ihr mit dem Lineal auch in den Fisch hineinkommt ganz. Und dann sind die Teile auch nicht mehr übereinander geklebt. So,
Und dann versuchen wir mal den Fisch ein bisschen zu drücken. Und dann seht ihr, ob das alles geklappt hat. Und wahrscheinlich hat das ja bei euch geklappt. Ihr seid ja sicher alle Profis. So, den Kopf haben wir jetzt geklebt. Und dann kleben wir noch den Fischschwanz, den ganzen Fisch zusammen. Also auch nochmal so ein Schmierblatt unten drunter legen. Das kann man dann immer mal ein bisschen weiter schieben. Was ich am Anfang vergessen hatte zu sagen, es wäre ganz gut, wenn ihr euch ein weißes Blatt unten drunter legt beim Anmalen des Fisches. Dann könnt ihr die Farben besser sehen. So, also jetzt fangen wir mal hinten an dem Schwanz an. Und tragen unseren Leim hier auf. Immer schön bis an die Linie, wo die Bemalung anfängt. So, den anderen Teil kann man ja wegklappen. Und jetzt zügig diesen Leim auftragen. Das Ganze kann man dann immer wieder ein bisschen verschieben. So, und wieder versuchen, nicht zu dick und nicht zu dünn aufzutragen. Also so, dass es schön klebt. Jetzt wird es ein bisschen knifflig, weil man hier an das Ende kommt. So, ganz sorgfältig. Jetzt schieben wir das wieder ein bisschen zur Seite, damit der Leim, der da dran ist, nicht an den Fisch kommt. Und kleben die Teile aufeinander. So, da muss man ein bisschen schieben, dass die Linien auch übereinander sind. Und vorsichtig andrücken. So, dann ziehen wir es nochmal weg. Jetzt drücken wir ein bisschen fester drauf. Wenn das nicht 100% übereinander ist, ist das auch nicht so schlimm. So, jetzt nehme ich nochmal die Büroklammer, mache da hinten an dem Schwanz fest. Und hier vorne, wo der Kopf anfängt. So, seht ihr? So, dann drehen wir das Ganze rum. Passen auf, dass wir nicht hier auf das Geleimte legen. Und machen das auf der Seite ganz genauso. Hier sorgfältig bis in die Ecke rein. Bis an unsere Linie ran. So, ein Stückchen weghalten. Jetzt drehe ich das nochmal rum und lege das drunter. Jetzt kommt der Fischschwanz auch hier bis in die Ecke. Da muss man auch wieder ziemlich sorgfältig arbeiten, dass da nicht zu viel Kleber in die Mitte kommt auf den Fisch. Und den Schwanz, dass er schön zusammenhält. So, und nochmal vorsichtig drücken. Vielleicht ein bisschen schieben, dass es übereinander kommt. Büroklammer ran. Und da vorne auch nochmal. So, dann lassen wir jetzt erstmal kurz trocknen und dann gehen wir zum nächsten Schritt über. So, unser Fisch
ist jetzt getrocknet. Wir hatten nach dem Kleben den Fisch auf die Heizung gelegt. Das könnt ihr dann auch so machen. Dann nehmen wir mal die Büroklammern ab. So, und gucken, ob alles schön klebt. Da können wir nochmal unseren Lineal dazu nehmen. Stecken wir eben jetzt mal in den Schwanz. So, ist alles frei. Wenn wir das Lineal jetzt hochkant stellen, dann wird der Fisch auch schön plastisch. So, das seht ihr schon mal, wie er wird. Jetzt kommen unsere Streifen zum Einsatz, die ihr auch dabei habt. Der große für das Fischmaul, das heißt, das wird zu einem Ring geklebt und kommt hier dazwischen. Das ist jetzt der kniffligste Teil von allem. Und da fangen wir mal mit dem Fischmaul an. Das da hinten am Schwanz kommt das genauso. Und das ist noch kniffliger, weil es natürlich kleiner ist. So, den Fisch zur Seite und dann machen wir unseren Kleber auf diesen Streifen drauf. Da vorne ist schon zugeklebt. Nochmal drücken. So, da kommt der Kleber drauf. Hier machen wir nicht zu viel drauf. Aber da vorne, wo das gepunktete ist, da darf ruhig ein bisschen mehr drauf. Denn das soll nicht gleich festkleben. Das muss noch ein bisschen rutschig sein, damit wir den Ring schön anpassen können. Dann legen wir den Kleber mal beiseite. Und jetzt wird das Ganze zu einem Ring geformt. Was ich noch vergessen hatte zu sagen, ihr könnt euch ein Stück Küchengrepp dazu nehmen, dass ihr auch die Finger immer mal ein bisschen abwischen könnt, wenn zu viel Kleber dran ist. Dann nehmen wir unseren Fisch, drücken ihn aufs Maul, dass er das schön aufmacht. Schieben den Ring jetzt ein bisschen zusammen, dass er kleiner wird. Passen das in das Maul rein. Da könnt ihr ja vielleicht auch noch mal eure Eltern bitten, ein bisschen mitzuhelfen. So, dann haken wir es hier unten mal fest. Da sitzt es richtig. Und dann drücken wir das hier auseinander, bis das genauso groß ist wie das Fischmaul von außen. So, dann sitzt er schon. Und damit er uns jetzt nicht mehr wegrutscht, holen wir wieder unsere Büroklammern und kleben das Ganze fest. So, oben und dann gegenüber unten. Ihr seht, das wird schon ein richtig schönes, rundes Fischmaul, wo der Wind, wenn er im Wind hängt, schön reinpusten kann. So, jetzt machen wir das Ganze mit dem Schwanz. Da kommt der Ring hier dazwischen. Kleber wieder drauf. Vorne wieder ein bisschen mehr. Zum Ring formen, zusammenschieben, Finger abwischen, und den Fischschwanz ein bisschen öffnen. Das ist jetzt noch schwieriger, weil das eng ist. Also machen wir unseren Ring noch ein bisschen enger und schieben das Ganze dazwischen. Das ist in die engste Stelle hier
Rutschen kommt. Immer ein bisschen nachrutschen. So, jetzt ist es an der richtigen Stelle. Wenn wir jetzt die Finger auseinanderziehen, klebt es hoffentlich noch nicht so fest zusammen in der Mitte, dass wir das hier reinkriegen. So, nochmal auseinanderziehen. So, da drücken wir ja an den Seiten noch ein bisschen drauf. Ihr könnt das sehen, wie der Ring hier drin sitzt. So, und dann müssen wir das wieder trocknen lassen. So, jetzt haben wir unseren schwierigsten Teil schon geschafft. Das ist toll. Und jetzt könnt ihr die Flossen an der Seite noch anmalen. Dazu nehmt ihr auch wieder euren Buntstift und könnt dann malen, wie ihr gerade möchtet. Ich male meinen jetzt einfach mal hellblau an. Entweder ist das dann die Flosse vom Fisch oder wir können es auch als Wasser sehen, das um den Fisch herumströmt. So, das könnt ihr dann auf beiden Seiten machen, rund um den Fisch. So, ich mache das jetzt nur auf der Seite und ihr macht das dann schön überall. So, dann machen wir jetzt erstmal noch einen Trick. Ihr habt ja eine Schnur, an denen wird der Fisch nachher festgebunden. Und damit die Schnur sich vorne nicht spaltet, wenn wir das in das Löchlein machen, machen wir da vorne einen Kleber dran. Und drehen das so ein bisschen zusammen, dass das ganz schön hart wird an den Enden. Und an dem anderen Ende machen wir das Gleiche. So, lassen wir es auch ein bisschen hart werden. Legen es jetzt ein bisschen auf das Küchentuch, damit es trocknet. Und machen unseren Kleber wieder zu. Den brauchen wir jetzt nicht mehr. Dann nehmen wir den Nagel. Nehmen unser Fischmaul in die Hände und machen in der Mitte ein Loch. Dazu müssen wir die Finger drunter legen, ein bisschen auseinandernehmen, dass man das Loch, den Nagel schön dazwischen stecken kann. So, dann rühren wir es etwas größer und wir machen es auf der anderen Seite ganz genauso, ungefähr in der Mitte von dem Maul. Ihr seht das, hineinstechen. So, da könnt ihr vielleicht auch eure Eltern noch mal bitten, die Finger hinzuhalten. Mit kleineren Fingern ist das schwieriger. So, inzwischen sind auch unsere Enden trocken und die können wir jetzt in die Löcher reinschieben. Machen hier zwei Knoten. Auf einer Seite ist der Fisch fest. Drehen ihn rum. Und machen es auf der anderen Seite genauso. Dann nehmen wir die, wenn euch das Schwänzchen zu lang ist, könnt ihr es auch abschneiden, aber nicht zu viel, sonst löst sich der Knoten wieder. Also so einen Zentimeter solltet ihr schon stehen lassen. Auf der Seite auch. Können wir die Büroklammern lösen und das Fischmaul schön rund formen.
jetzt nehmen wir ein bisschen, dass der Fisch schön dick wird. Da kann man dann auch entweder nochmal das Lineal rein oder einen Stock. So, und dann könnt ihr euren Fisch schon aufhängen. Entweder an eine Wäscheleine oder an einen Stock festbinden. Ihr könnt auch hier so eine Schlaufe machen. So, dann hat man hier einen Ring und kann ihn dann festmachen. So, wenn ihr dann die Lichterkette reinlegen wollt, könnt ihr vielleicht da hinten ein Stückchen Küchenkrepp, reiße da gerade mal ein Stück ab, zusammenknüllen und in diesen Ring reinstecken. So, das verhindert nämlich jetzt, dass eure Lichterkette da hinten wieder rauskommt. So, jetzt machen wir unsere Lichterkette mal da rein. Also erst habt ihr die Batterien da reingemacht. Das, denke ich, wisst ihr ja, wie das geht. Ah, Moment. Dieser Fisch, der ist noch ein bisschen zu platt. Der hat sich noch nicht so ausgebeult. Dann nehmen wir auch einen Trick und pusten ihm einfach ins Maul. Seht ihr? Dann öffnet er sich. So, und dann kann man die Lichterkette schön reinstecken. Ich nehme mal so rum, dann geht das einfacher. Jetzt kommt uns unser Faden dazwischen. Vielleicht sollten wir den vorher an einer Stelle an die Seite hängen. So, und dann schieben wir das Ganze rein. Jetzt habe ich ihn wieder platt gedrückt, das heißt, wir pusten nochmal. So, und dann machen wir die Lichterkette an. So, euer Fisch ist natürlich dann viel schöner angemalt, weil er überall die Farbe hat. Aber so sieht es doch toll aus. Und ihr könnt ihn wunderbar an Weihnachten und an Silvester benutzen. Macht's gut. Tschüss, bis demnächst. Eure Doris.